Oh, was ist denn das? Schatzi, ich hab ein Date heute. Aber nicht mit dir. Ist das schlimm? Es kommt drauf an. Ich habe hier ein Blind Date mit diesem Päckchen. Darf ich da hingehen? Scheint aber nicht so schlimm. Scheint nicht so schlimm. Nee, das ist nicht so schlimm. Das klingt nach einer Erlaubnis hier auf dieser unglaublichen Baustelle. Das hier ist nämlich der Zustand, in dem ich heute zu meinem Blind Date gehe, mit diesem kleinen Päckchen hier. Hier war mal meine Hütte. Hier ist inzwischen auch wieder meine Hütte, in schön und stabil. Nur mal so kurz zur Information. Oh Gott, da sieht man mich, ich muss hier weg. Kurz zur Information. Für alle, die nicht mitbekommen haben, dass ich hier die Hälfte meines Häuschens abgerissen habe. Keine Panik, hier ist noch alles so wie vorher. Allerdings, ja, es gibt gewisse Umstände, dieses Päckchen zum Beispiel, weswegen man ein bisschen spontan sein muss. Und ich klemme euch hier mal vorsichtig ein. Ja, jetzt habe ich mir so hier ganz sauber mal hier den Übergang vermasselt. Jetzt seid ihr jedenfalls da oben in der Halterung meines Handys eingeklemmt und ich sitze hier mit diesem Päckchen und dem entsprechenden Werkzeug, was man so zu so einem Blind Date so mitnimmt. Denn da gibt es ja was zu essen auch, also vielleicht so ein Steak oder sowas. Das, ich weiß, das ist kein Steakmesser, aber ja, okay. Für alle, die nicht wissen, von was ich hier gerade spreche, das hier ist eine ganz besondere Aktion mit Susanne von Bollenhutart. Hallo Susanne, dein Päckchen ist angekommen. Und wie man sieht, ich habe gerade komplett was anderes getan. Ich sehe aus wie Schwein. Aber ich muss das jetzt hier öffnen, weil ich wissen muss, was hier drin ist. Also ich weiß, was hier drin ist. Hier ist ein Journal drin. Susannes Blind Date Journal. Und ich muss aber wissen, wie das aussieht. Ich muss das jetzt hier öffnen. Die hat das so gut verpackt, dass ich nicht weiß, wie ich das öffnen soll, dass ich das später wieder verschließen kann. Denn dieses Journal wandert von ihr zu mir und wieder zurück, immer so weiter. Ich habe auch ein Journal gemacht. Dieses befindet sich bereits bei Susanne. Und wenn ihr dieses Video hier seht, befindet sich auf Susannes Kanal auch ein Video, wenn alles glatt gegangen ist, sodass ihr auch das Journal sehen könnt, was ich ihr geschickt habe. Und diese ganze Aktion hier ist nicht nur ein Design-Team-Projekt für 49 Dragonflies, sondern, hallo Barbara, das ist auch eine Aktion, die wir uns ausgedacht haben. Wir haben nämlich jeder ein Journal gemacht. Dieses tauschen wir per Post hin und her. Wir wissen nicht, was hier drin ist. Also ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Sie weiß nicht, was ich gemacht habe. Jetzt muss ich das auspacken, euch das zeigen. Und dann habe ich die große Ehre, hier drin in diesem Journal etwas gestalten zu dürfen. Natürlich mit Barbaras Papier, also mit dem Papier von 49 Dragonflies. Wir haben uns gedacht, wir... Das ist so geil. Wir haben uns gedacht, wir machen mal so eine kleine Überraschung, auch für Barbara, und tun uns als Mitglieder ihres Designteams so ein bisschen zusammen sozusagen und gestalten mal ein Designteam-Projekt oder ja, es werden wahrscheinlich mehrere, ne, hin und her schicken und so weiter, zusammen. Ich bin so aufgeregt, ich kann gar nicht richtig sprechen. Jedenfalls ist das hier das Journal von Susanne und ich muss heute was da drin machen. Und das Erste, was ich hier mal so sehe, sagst du jetzt mal gerade beiseite, diesen Stoff hier, den habe ich auch, also weil Susanne, die hat mir schon mal so ein Stückchen davon geschickt. Und das Witzige ist, als ich mein Journal gemacht habe, habe ich überlegt, ob ich diesen Stoff als Innenstoff für das Journal nehme, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil das Journal relativ dünn ist und dieser Stoff verhältnismäßig dick. Aber ich finde es jetzt äußerst witzig, dass sie ausgerechnet diesen Stoff hier verwendet hat, um das offensichtlich einzupacken. Dann haben wir hier sowas. Kann ich das essen oder ist da was anderes drin? Was ist das? Liebe Luise, ich freue mich unheimlich auf diese Serie. Das wird super spannend und aufregend zugleich, da ich ja die Möglichkeit bekomme, in einem echten Heinzel kreativ zu sein. Ja, ich sag's dir, ey. Ich sag's dir, ne? Wenn du das verkackst, ne? Wenn du da schwarzen Woody-Stift benutzt, ne? Und da so umeinander, also... Oh.
Ich glaube, das gab es noch nie. Herzensliebe Grüße, Susanne. Ja, danke schön. Das gab es noch nie. Das stimmt. Und das fühlt sich nicht nur so an, als wären da keine Pralinen drin, sondern das ist auch, glaube ich, so, dass da keine Pralinen drin sind, sondern, oh, da ist was anderes drin. Ich glaube, es ist viel besser als das, was ursprünglich da drin war. Ein bisschen, oh, das ist aber weich, ein bisschen Spitzentischdeckchen. War das der Deal, Susanne? Was tust du? Sollen wir das vielleicht benutzen? Weil in diesem, oh, danke schön. Das soll ich da bestimmt reintun, ne? Weil das ist nämlich der berühmte Silberfaden. Wer Susannes Kanal nicht kennt, sollte da mal hingehen und sich über diesen Faden informieren. Das ist nämlich was ganz Besonderes. Dieser Faden stammt nämlich von Susannes Großmutter und die hütet den wie so einen kleinen Schatz. Gleichzeitig ist er aber auch sehr oft in ihren Projekten vertreten und sie benutzt den sehr oft. Es ist immer wieder faszinierend. Ich habe schon mal so ein Stückchen von ihr bekommen. Es ist immer wieder faszinierend, das anzufassen. Es ist nämlich so filigran. Das fühlt sich so an wie so ganz stabiles Mini-Lametta, was man so an Tannenbaum hängen kann. Ich fürchte, ich soll irgendwas nähen. Ja, in diesem Ding hier befindet sich ein Journal. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Wenn Susanne gemacht hat, was wir aufgemacht haben, ist hier drin ein Journal. Und in diesem Journal sollte sich eine Menükarte befinden für unser Blind Date. Das heißt also, sie hat mir Sachen aufgeschrieben, die ich hier verwirklichen soll, mithilfe von Barbaras Papier und Dingen aus meinem eigenen Vorrat und vermutlich mit diesen Tischdeckchen und diesem Silberfaden. Boah, ich traue mich überhaupt nicht, das aufzunehmen. Ganz ruhig, Luise. Vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, welches Papier sie aus Barbaras Shop verwendet hat. Sie weiß nicht, welches ich verwendet habe. Und ich habe zwischendurch schon mal zu ihr gesagt, vielleicht haben wir ja genau das gleiche benutzt. Das wäre ja äußerst witzig. Ja, geil. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Das ist ja ein geiles Cover. Jetzt bin ich fast ein bisschen sprachlos. Also genau genommen bin ich etwas sprachlos. Das schaut ja schön aus. Das ist jetzt mal so ein... Oh mein Gott, das ist ja so ein Gesicht. Jetzt check ich es erst. Machen wir mal hier langsam. Hier steht mal Bollenhutart. Das hat sie da offenbar so drauf gestempelt, schätze ich mal. Die hat ja so kleine Holzbuchstabenstempel. Die finde ich ja total faszinierend. Ich habe ja, die liegen hier zufällig. Ich habe ja nur diese komischen. Also das sind jetzt hier Zahlen. Davon habe ich auch Buchstaben. Aber die schauen nicht so schön aus wie die. Vor allen Dingen die Stempeln ohne diesen Abdruck drumherum. Das schaut ja total schön aus. Okay, öffnen wir das mal. Das hier ist offenbar so ein kaffeegefärbtes Stück. Vielleicht Bettlaken oder sowas könnte das sein. Diese Aufhängung hier ist ja auch schon wieder so typisch Susanne, ne? Huh. Ah, das kann man so schieben, das ist ja geil. Da hat sie das, guckt euch das mal an. Da hat sie das da so durchgefriemelt durch diese Spitze. Und jetzt kann man das hier so hin und her schieben. Das ist ja auch cool. Also das, sowas habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Das ist richtig genial. Puh. Ich glaube, das kann man hier komplett abmachen. Das ist ja sehr praktisch, weil dann baumelt das da nicht immer so rum, während man da was macht. Und sie hat das vor allen Dingen lang genug gemacht, wenn wir uns hier austoben und das ein Alligator-Journal wird, mit so einem fetten Mund hier, da hat man genug von diesem Material übrig, um das zuzubinden. Ja, wie geil ist das jetzt? Susanne, Respekt. Respekt. Nicht, dass ich dir das nicht zugetraut hätte, um Gottes Willen. Aber das ist mal das genialste Cover, was man für diese Art von Journal auswählen kann. Ich muss das mal gerade irgendwie so hinlegen. Ja, von weiter weg könnt ihr das wahrscheinlich viel besser erkennen, dass das ein Gesicht ist und sie das hier direkt über das Auge gemacht hat. Von wegen hier so Blind Date und so, ne? Alter. Saugeil. Richtig geil. Hier sind auch so Gesichter drin, könnt ihr die sehen? Hier und hier sehe ich einmal zwei. Hier ist noch eins. Was ist denn das für ein geiles Cover? Was war denn das mal für ein Buch? Liebe ist nur ein Wort. Okay. Und also dafür, dass Susanne das gemacht hat, guckt euch das mal an. Das ist ganz schön dünn, oder? Also fast ein bisschen so ein Baby. Kleiner Witz. So.
Der große Moment ist gekommen. Wir werden jetzt herausfinden, welches Papier aus Barbaras Shop Susanne hier verwendet hat. Was ist das? Oh, Menü. Ja, wie geil ist das jetzt wieder? Wie geil ist jetzt das bitte wieder? Da hat die, oh Gott, die hat die Frontseite, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das im Buchjargon nennt, hat sie die, ne, hier diese Hauptseite, diese Vorderseite, wo das da steht, hier das Dings, genommen und daraus diesen Tag gemacht, wo das Menü draufsteht. Ich lese euch das Menü später vor, weil ich erst einmal euch zeigen möchte, was hier drin ist. Und später lese ich euch das vor und dann werde ich auch gleich entscheiden, oder was heißt gleich, jedenfalls werde ich dann danach, wenn ich es vorgelesen habe, entscheiden, was ich genau da machen möchte, weil sonst komme ich da ganz durcheinander. Ich bin schon total aufgeregt. Hier hat sie das offenbar so doppelt gemacht, ne? Hier so draufgeklebt. Also dieser Stoff, den hat sie bestimmt selber angemalt mit Acrylfarbe. Es schaut ein bisschen so aus, als hätte sie ihre Hand da drauf gedrückt. Guckt euch das mal an. Schaut das wohl nur so aus? Oder sind das die, Susanne, sind das deine Fingerabdrücke? Aber dafür ist das fast ein bisschen großer Abstand hier zwischen den Fingergliedern. Aber es könnte fast eine Hand sein. Das schaut ja richtig genial aus. Kann man das da so reinstecken? Also das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Hier, oh nein. Ich habe gedacht, hier ist eine, hä? What the fuck? Sorry. Was ist das hier? Hä? Hä? Wieso spüre ich denn hier keinen Übergang? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich gedacht, die hat das hier unten draufgeklebt, aber wieso spüre ich da keinen Übergang? Da ist kein Übergang. Und so kann auch nur Susanne Spitze annähen. Aber das finde ich total interessant, das mal tatsächlich so zu sehen, auch wenn das so weit raushängt. Ich nähe die normalerweise, also sie hat es jetzt hier, ist es doppelt sogar. Also, ne, das sind zwei Teile Spitze. Ich weiß nicht, ob sie das da geklebt hat. Ja, das ist geklebt. Aber das fühlt sich total interessant an und es stört auch überhaupt nicht. Ich würde das jetzt, wenn ich es jetzt machen würde, oder, würde ich das wahrscheinlich nur so machen, dass ich nur dieses Teil dran nähe. Aber das schaut total interessant aus. Habt ihr das auch, dass ihr Dinge überlegt zu tun und dann doch nicht tut, weil ihr denkt, okay, wenn ich das da dran genäht habe, dann ist das vielleicht zu lang und dann gefällt mir das nicht und dann macht man das automatisch immer so, wie man es immer schon gemacht hat. Ich finde das total cool. Ich werde das auf jeden Fall definitiv auch mal so probieren. Schaut total interessant aus. Ja. Hier spielt man den Übergang. Also das ist jetzt von Barbaras Shop, das ist mir ziemlich klar. Das hier ist ein Original, würde ich sagen. Das schaut super interessant aus. Ah, hat sie da nicht neulich mal so ein Video gemacht? Hat sie da so ein Happy Mail oder irgendwie sowas bekommen, glaube ich, wo das drin war? Goldspritzer. Das darf natürlich bei einem Designteam-Projekt von Barbara nicht fehlen. Ja, sehr geil. Das scheint auf Transparentpapier ausgedruckt zu sein. Ich nehme an, sie hat eine Kopie gemacht. Und dann, also ne, auf Transparentpapier. Hier sowas ganz Fludriges. Ist das eine Tasche oder was ist das? Nee, das ist da nur so draufgelegt, aber das schaut ja total. Was heißt nur? Soll sich jetzt nicht negativ anhören. Das ist total schön, dass man das da so durchlesen kann. Hier steht mutig, feig. Also das ist hier wohl so, so Gegensätze, flink, träge, ruhig, zu ruhig, nee, gute und schlechte Arbeiter, nein, das ist irgendwas anderes. Aber was ich jetzt witzig finde, ist, dass ich als erstes mutig und feig gelesen habe, denn das ist hier schon so eine Sache, also wir haben das ja in unseren letzten Videos auch schon euch erzählt, also in diesem ersten Video von dieser Serie, man braucht eine gewisse Portion Mut, um so etwas machen zu können, weil Susanne muss mir das geben und sie braucht den Mut, dass sie das in fremde Hände gibt. Also ich meine, wir kennen uns ja nicht persönlich. Wir haben zwar jeden Tag Kontakt, aber eigentlich kennen wir uns nicht persönlich. Also was heißt eigentlich? Wir haben uns ja noch nie in echt gesehen. Sie braucht den Mut, mir das zu geben und irgendwie so Vertrauen, dass ich das jetzt nicht irgendwie komplett verkacke hier.
Und das ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in ihrem Sinne mache, was ich hier machen muss. Und ich darf nicht feige sein und muss mich da auch dran wagen, so irgendwie. Also, wisst ihr, wie ich meine? Und ich weiß nicht, was das ist. Ist das aus Barbaras Shop? Das glaube ich doch wohl nicht, oder? Das muss ich nochmal nachgucken. Ich muss das nachgucken. Beziehungsweise findet ihr auch die Papiere, die Susanne hier verwendet hat, unter ihrem ersten Video verlinkt. Das hier ist auf jeden Fall aus Barbaras Shop. So viel ist klar. Das habe ich auch nämlich schon mal benutzt. Schwarzer Woody-Stift. Ich will euch jetzt mal was sagen. Wenn ihr jetzt durch meine Kamera guckt, ne, dann schaut es gar nicht so extrem aus in echt, wie das in der Kamera aussieht. Ich habe immer so ein bisschen, also wenn ich ehrlich sein soll, bisschen so Schwierigkeiten, wenn ich zu viel Schwarz sehe. Das ist so ein persönliches Ding von mir. Und oftmals, wenn Susanne da so rumkritzelt mit diesem schwarzen Woody-Stift, ich nehme an, dass sie das auch mit dem gemacht hat, dann ist es mir das manchmal zu viel, einfach für meinen persönlichen Geschmack, oder? Und hier wirkt das komplett anders, aber das liegt auch hier in diesem Kontrast nochmal. Das finde ich total schön. Strukturpaste, Täschchen. Wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, kurz zur Information: Die Aufgabe für mich und für Susanne, als wir dieses Journal erstellt haben, war erstmal, dass wir wirklich ein nahezu nacktes Journal machen mit Papieren aus Barbaras Shop, also ne, 49 Dragonflies. Und wir durften so kleine Taschen machen, aber nicht, wer weiß, wie verzieren. Also ne, das, was hier ist, das ist erlaubt. Spritzer sind auch erlaubt. So kleine Sachen zum Beispiel sind auch erlaubt. Als Anhaltspunkt für etwas Neues. Als ne, Ausgangspunkt für neue Inspiration sozusagen. Und deswegen sind hier auch sehr sparsam, zum Beispiel Taschen, so wie diese hier. Das müsste auch aus Barbaras Shop sein. Interessant, wie das ausgedruckt ist. Fühlt sich ganz glatt an. Was hat sie denn da wohl für ein Papier verwendet? Das fühlt sich ganz glatt an. Susanne, bitte, was ist das für ein Papier? Wie kann ich da drauf? Irgendwie kann ich da drauf? Also ich meine, kann ich da irgendwie mit Wasser oder so? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, und jedenfalls, deswegen ist das quasi erstmal leer, dieses Journal. Und wir haben jetzt die Aufgabe, das zu füllen, und zwar gegenseitig. Ich mache jetzt hier was, schicke das an Susanne wieder zurück. Sie macht in meinem Journal was, schickt mir das. Und so geht es dann immer hin und her. Zwischendurch, wenn wir unser eigenes Journal wieder zurück haben, dann dürfen wir natürlich auch selber darin was machen, logisch. Naja, das ist ein Bellyband, aber das Ding ist zu breit. Ja, und so wandert es immer hin und her. Wenn ihr sowas auch machen wollt, oh, das ist ja schön. Das ist rosa, aber das ist schön. Kann man das aufklappen? Oh, das kann man auf. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Kann man aufklappen? Das ist ja geil. Oh, Susanne, Susanne, hallo, guckst du zu? Kannst du sowas bei mir auch machen in meinem Journal? Kannst du sowas für mich machen? Sowas mit so Kreisen? Und das vielleicht in grün? Weil das passt ja gut zu meinem Journal. In grün. Machst du das für mich? Mist, wenn die das Video sieht, Mist, wenn die das jetzt sieht, dann ist das ja schon vorbei. Dann ist das ja möglicherweise schon wieder zurückgeschickt. Und nein, ja, das sieht die ja jetzt gar nicht. Dann muss sie das beim nächsten Mal für mich machen. Oder ich mache mir das selber. Ich könnte mir das ja auch selber machen. Also das will ich ja wohl gerade auch so hinkriegen, oder? Susanne sagt immer, also die sagt immer, wir können das, also dann kann ich das auch. Das ist ja geil. Das ist auch, glaube ich, so ein kleines Täschchen, oder? Ja, das ist auch so ein Täschchen. Hier überall so Flutterfaden. Bisschen so Schnipsel, das schaut sehr cool aus. Also entschuldigt bitte, wenn ich hier leicht konfuses Zeug fasle, aber das ist schon echt, echt krass, weil. Ich war dabei, als Susanne ihr erstes Junk Journal zusammengebaut hat. Ich war dabei, als sie da das Cover gemacht hat. Da haben wir uns eigentlich so richtig intensiv kennengelernt. Mir kommt es gerade alles so wieder hoch, irgendwie diese Erinnerung. Wir haben damals uns aus einem komplett anderen Grund geschrieben und uns eigentlich aus einem komplett anderen Grund kennengelernt. Das war nämlich deshalb, weil ich damals meinen Hund abgeben musste. Und sie überlegt hat, ob sie ihn übernehmen könnte, was leider nicht zustande gekommen ist.
Aber so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und dann kam sie irgendwann und hat gesagt: Ah, Luise, guck mal hier, ich habe hier sowas gemacht. Ich habe da Malzbier und Kaffee auf mein Journal-Cover geschmissen. Und jetzt komme ich hier nicht so recht weiter. Und dadurch hat das Ganze eigentlich angefangen. Wir haben, ich glaube, das erste Telefonat hat 3 Stunden gedauert oder so. Und wir haben hin und her überlegt, wie wir das machen könnten. Und ja, dann haben wir da so gemeinsam irgendwie dieses Arrangement auf diesem halbfertigen Journal-Cover gemacht. Und es kommen so gerade so einige Dinge in meine Erinnerung wieder zurück. Und jetzt hat man das hier, ein fertig gebundenes Journal. Damals war sie so, also das ist nicht böse gemeint, ne? Aber so komplett so, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Und ich traue mich das irgendwie nicht so recht. Und jetzt auf einmal, ne? Ja, ach, die hier sowas, das schaut total schön aus. Da hat sie das offenbar auf die Buchseite drauf gedruckt, was total genial ist. Also hier sieht man, denkt man, dass hier was draufgeklebt ist, ist es aber nicht. Hier sieht man die Schrift noch durch. Also das hat sie gedruckt, bedruckt. Und mit diesem goldenen, das schaut ja super schön aus. Also diese Schablone ist auch wunderschön. Die hat sie auch öfters ja schon mal in ihren Videos verwendet. Also, so viel sei gesagt, sie hat nicht das gleiche Papier verwendet wie ich. Ich glaube, die wird es schreien kriegen, wenn sie sieht, welches ich genommen habe. Sie hat sich nämlich schon mal zu dem einen, also ich habe 2 verschiedene Sets benutzt von Barbaras Shop und sie hat sich da schon mal über eines so ein bisschen ausgelassen, so nach dem Motto, was soll man da mit denn anfangen? Und genau das habe ich genommen. Nicht deswegen, nicht um sie zu ärgern, sondern weil mir das gut gefällt, aber das ist selbstverständlich immer Geschmackssache. Diese Kombination ist ja auch einfach genial. Was hat sie denn jetzt hier wieder eigentlich gemacht? Das ist Kaffee, würde ich sagen, mit Goldfarbe vermischt. Ich denke, meine Kamera kann das nicht einfangen, wie das schimmert. Ihr seht wahrscheinlich nur diesen Glanz auf dem Kaffee, aber das glitzert so richtig, aber nicht so extremst. Das finde ich auch total genial. Und was mich wundert, ist, dass das nicht klebt. Ganz oft, wenn ich ihre Videos sehe und sie spritzt da so rum mit diesem richtig extremen, fast schon zähflüssigen Kaffee, also zumindest wirkt es oftmals so, denke ich, boah, das muss doch voll kleben, wenn das trocken ist. Tut es aber nicht. Also hier sieht man, da sieht man so ein bisschen Papier auf den Schnipseln, Schnipseln, auf Schnipselpapier, auf den Pünktchen hier von da wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht so schlimm. Aber jetzt später ist es komplett unklebrig. Ja, was rede ich hier? Was rede ich denn hier? Ich kann das aber jetzt nicht auch nicht normal aufnehmen, weil das ist ja hier fast so live, ne? Also so drucken auf Buchseiten, das habe ich noch nicht so oft gemacht. Das sollte ich vielleicht mal tun. Oh mein Gott, was ist hier? Ja, es war eine ziemlich spontane Aktion. Dieses Ganze hier, was wir hier tun, braucht man sich nicht wundern, wenn die Strukturpaste noch nicht ganz trocken ist, wenn man das in den Karton schmeißt. Also wir haben uns da beide ziemlich, wie soll ich sagen, den Punkt, Punkt, Punkt aufgerissen, um das rechtzeitig fertig zu kriegen, um unseren eigenen Ideenfluss nicht zu durchbrechen. Das hier dürfte auch. Ist das dieses Sandy Backgrounds, glaube ich, heißt das, oder? Aus Barbaras Shop. Irgendwie ist das eine geile Kombination, ne? Mit diesen sandigen Farben, diesem krassen Orange und dann dieses Pink, ey, das wird doch. Also, wisst ihr, ne? Manchmal denke ich, was die da macht, ne? Das würde kein normaler Mensch machen, aber das schaut total geil aus. Entschuldigung, Susanne, wenn ich das jetzt so sage, aber es sind so, Barbara hat neulich auch schon mal unter eins deiner Videos geschrieben, so nach dem Motto, ich glaube, ich müsste mich mal an gewagtere Farbkombinationen herantrauen. Und das ist es eben, dieses Pastellrosa mit diesem komischen Kupfer hier, das passt ganz gut zusammen, finde ich, und dieses Gold auch. Aber dann kommt dieses krasse Blau und dann das. Und durch diese Seite, durch die Farben hier, kommt es irgendwie so wieder zusammen, weil dieses hier wieder vorkommt. Und dieses zarte Grün da irgendwie so ist. Faszinierend, dass es dann auf einmal wieder so zusammenpasst. Sehr cool. Ein Tischchen aus Spitze. Das hier ist auch aus Barbaras Shop. Und hier hat sie wohl Distress Oxide Forest Moss verwendet, gemischt mit, ich tippe auf, Walnut Stain. Tippe ich mal so. Also das ist auf jeden Fall Forest Moss. Bin ich mir hundertprozentig sicher. So,
wollt ihr das sehen? Ich zeige das in fast jedem meiner Videos, weil das meine Lieblings-Distress Oxide ist. Aber so schaut die aus. Hier wäre mal der Name, falls ihr den euch irgendwo notieren wollt. Diese Zahlen, es ist so geil. Diese Zahlen. Ich grübel die ganze Zeit über dieses Farbkonzept, wie die das hingekriegt hat, dass es tatsächlich so zusammenpasst. Hier hat sie so ein selbstgemachtes, da hat sie, glaube ich, auch ein Tutorial gemacht. Das war, glaube ich, auch mal ein Design-Team-Projekt für Barbara. Dieses gelbe Klebeband hier, das hat die da selber gemacht. Und dann sah so drauf geklebt. Schaut mal auf ihrem Kanal bei den Design-Team-Projekten für Barbara, da gibt es das. Faszinierend. Und sie hat offenbar hier jede Signatur einzeln eingebunden, was man hier an diesen Fäden hier sieht. Das ist auch interessant. Ich mache das normalerweise komplett anders. Aber es ist auch mal interessant zu sehen, wie fest die Signatur dann eigentlich sitzt. Darf ich das mal kurz hier so ein bisschen reißen? Geht das? Boah, das ist ganz schön fest. Das ist ganz schön fest. Hat sie denn da? Weil da hatten wir nämlich vorher drüber gesprochen, ob wir so eine Hello Spine machen. Nee, hat sie aber nicht. Sie hat das ganz dran geklebt. Also sie hat den Stoff, durch den sie das genäht hat, ganz hinten dran geklebt. Wir hatten erst drüber gesprochen, also ohne natürlich zu wissen, was wir tun und wie das aussieht, ne? Aber ob man das hier hinten frei lässt, also dass man da keinen Kleber hinmacht, dann hat man da ja diesen kleinen Luftschlitz und das Journal lässt sich flacher auflegen. Aber wie man sieht, funktioniert das hier verhältnismäßig gut. Es geht nur so ein bisschen wieder hoch. Aber dafür, dass sie das jetzt eigentlich in Anführungsstrichen nur durch den Stoff genäht hat, hält das gut. Also, ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt von so einem Journal, wenn man da drin was machen will und die ganze Zeit fluttert da irgendwas rum, ist das natürlich nicht so fein. Von daher finde ich das schon verhältnismäßig wichtig. Wie hat sie das jetzt gemacht? Ah, die hat das zuerst hier drauf gedruckt und dann da drumherum mit Kaffee gemalt. Oder wie? Ja, ich schätze. Ich schätze. Guck mal, hier versteckt sich hier was. Nee, aber hier könnte man was verstecken. Das ist auch aus Barbaras Shop. Also das ist ja die, ja, das hatten wir ja eben schon mal auf der anderen Seite gesehen. Das ist jetzt hier die zweite Seite. Hier ist nochmal so ein kleines Täschchen. Pailletten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Kann man das rausnehmen? Ah ja, das kann man rausnehmen. Das ist gut. Das ist wunderschöne alte Schrift. Ich bin schon die ganze Zeit am Denken, wobei ich ja noch gar nicht so recht weiß, was ich eigentlich machen muss. Also das zum Beispiel, wenn ihr mich jetzt, wenn ihr meine persönliche Meinung wissen wollt, wie gesagt, alles Geschmackssache, überhaupt nichts, nicht wertend oder sonst irgendwas, dann wäre mir das zu viel. Also das für meinen Geschmack ist das zu viel schwarz. Na, gar nicht mal. Nicht zu viel schwarz, sondern dieses, was der Stift selbst macht. Wenn das nicht verschmiert ist und nicht verblendet ist, dann ist mir das zu krass. Das für mich ist das ist mir zu abstrakt. Komme ich nicht drauf klar. Ist aber mein eigenes Problem. Hat nichts mit der Seite zu tun. Das hier wiederum finde ich total schön mit dem Gesso hier. Oder was das hier ist, dieses weiße Beige da, was da gespritzt ist. Auch diese Pünktchen gefallen mir total gut. Naja, aber ich kann ja hier was machen, dass mir das später gefällt. Das hier dürfte auch aus Barbaras Shop sein. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich habe dieses Set auch schon mal verwendet in meinem Poesie-Journal. Aber ich glaube, die Seite nicht. Okay. Ist das die letzte Seite? Ja, das ist die letzte Seite. Können wir das jetzt hier, das ist auch aus Barbaras Shop. Das habe ich auch schon mal verwendet, das schaut auch total schön aus. Da hat sie so Kratzer drauf gemacht, das schaut richtig geil aus. Also diese Spritzer hat Susanne gemacht, die kann man auch tatsächlich fühlen, aber das Hintergrundpapier ist aus Barbaras Shop. Und hier könnte man vielleicht erahnen, ob sie das tatsächlich mit der Hand gemacht hat, könnt ihr das jetzt sehen? Das kann aber nicht sein. Also das geht, so krumme Finger hat die Frau ja jetzt nicht, ne? Das geht sich hier jetzt irgendwie nicht aus. Auf der Vorderseite schockt es total so aus. Okay. Das ist das Journal, in dem wir Folgendes tun dürfen. Zur Vorspeise haben wir
Ein Hauch von Grunge an einer lieblich rosa-pinken Junk Journal Seite mit zwei Täschchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Die Aktion ist hiermit abgebrochen. Ich habe das gewusst, dass die sowas macht. Lieblich rosa-pink. Ein Hauch von Grunge an einer lieblich rosa-pinken Junk Journal Seite mit zwei Täschchen. Darf ich die Täschchen dann über das lila-pinke, rosa-pinke drüber kleben? Mein Gott. Hauptgang. Dramatische Collage trifft auf überdimensionierte Rosenblüte in Pink. Ihr werdet es nicht glauben, ja? Wenn ihr das Video auf Susannes Kanal seht, also das, was heute auf Susannes Kanal ist, dann werdet ihr sehen, dass ich die einzige rosane Rosenblüte, die ich besitze, nämlich so einen komischen Sticker, auf ihre Menükarte geklebt habe. Also auf die Menükarte, die ich geschrieben und in mein Journal gesteckt und es ihr geschickt habe. Dramatische Collage trifft auf überdimensionierte Rosenblüte in Pink. Dessert. Junk Journal Täschchen herzhaft gefüllt. Hört ihr dieses Geräusch von draußen? Das ist der Mann, der bohrt da gerade irgendwas umeinander oder schraubt irgendeinen Balken fest für mein neues Häuschen. Allerdings geht es gerade, genauso wie dieses Geräusch ist, in meinem Schädel ab. Herzhaft gefüllt. Das soll heißen, ich soll schon wieder so ein Herz machen, oder? Was ich nun mit dieser Menükarte von Susanne anfangen werde und was ich in ihrem Journal gestalten werde, seht ihr in meinen nächsten Videos. Beim nächsten Mal werde ich die Vorspeise gestalten, in dem darauffolgenden Video die Hauptspeise und, ne, logischer Schlussfolgerung, ihr wisst schon, in dem darauffolgenden Video das Dessert und dann werde ich natürlich auch noch eine neue Menükarte schreiben für Susanne, sodass dieses Journal wieder auf die Reise gehen kann zu Susanne zurück, sodass sie schauen kann, was ich gestaltet habe und ihre eigenen Dinge gestalten kann mit der nächsten Menükarte. Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr werdet weiterhin uns verfolgen und zuschauen, wie diese Journals sich verändern und wachsen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!